wir haben festgestellt, dass in diesem Stadtteil es nicht verkehrt ist, wenn man sich eine Kapuze über den Kopf macht. Eine Kapuze genau drauf zieht. Man muss so ein bisschen der Gesellschaft anpassen. Und die Hände einsteckt, dann fällt das kaum auf, dass man hier nicht kommt. Ich habe schon die Jogginghose direkt angezogen. Hello, ladies and gentlemen. Gentlemen. Ich gucke ja mehrere zu. So. Es ist soweit, ich stehe jetzt zwei Tage später wieder auf diesem Bahnhof. Am 6. September gelandet, am 8. September geht es schon wieder los. Und zwar geht es wieder auf eine Insel. Aber ladies and gentlemen sagt eigentlich schon alles und nicht señoras and señoritas. Es geht nach England, United Kingdom, genau. Mit, nicht zu verwechseln, dieses Mal bleibt es in der Familie, man sieht es, es ist, ja, deine Mütze ist dreckig. Und jetzt fahren wir erstmal wieder nach Leipzig, Flughafen. Wir sind uns natürlich der Gefahr bewusst, dass wir mit unseren Grundschul-Begegnungssprachen Englisch nicht wirklich was reisen können auf der Insel. Ich habe ja erst trainiert in Abu Dhabi. Achso, aber in Abu Dhabi. Und ich entschuldige mich jetzt am Anfang schon mal für alle falschen Grammatik-Kombinationen und Aussprachen von irgendwelchen Wörtern. Also Hauptsache derjenige weiß, was ich überhaupt will von dem. Für die Englisch-Profis unter euch nicht zuhören. Nein, das ist ein richtiger Flughafen. Wir sind am Bahnhof in Leipzig, weil wir sind so müde. Und haben so viel Zeit. Und haben noch so viel Zeit, weil wir noch viel zu viel Zeit haben. Und wir holen uns erstmal einen Kaffee hier. Kaffee! So, wir sind jetzt, warte, ich muss auf die andere Seite, sonst kriege ich schon einen Krampf. Bin ich schon wieder auf dem Flughafen, zwei Tage später und jetzt geht es aber in eine andere Richtung, nicht in den Süden, sondern in den Norden. Ron Ronson hat Hunger, der muss ich erstmal. Jetzt geht es immer zu. Ich gehe erstmal bei Subway was zu essen holen jetzt. Da hat wohl einer Hunger. Wir sind jetzt kurz davor, ins Flugzeug zu gehen. Und da der Ronja immer ungemein Flugangst hat, muss er sich erstmal ein bisschen beruhigen. So ein Pegeltrinker, wisst ihr? Deswegen. Immer. Prost. Und der Ron Ronson ist in seinem ganzen Leben genauso viel geflogen wie ich in einer Woche jetzt. Ja. Ja, aber es wird noch. Es wird noch, ja. Ich hole nächstes Jahr stark auf. Nächstes Jahr? Also, du bist nächstes Jahr Malle. Es ist ein Mallorca-Anwärter, genau. Wir haben ja schon wieder totalen Strommangel. Natürlich hat auch der Flieger Verspätung. Ja. Verspätung. Heute geht es noch nicht mit dem Finger, heute geht es noch mit dem Bus zum Flug. Winke, winke. Wir sind zum Flugzeug, zum Bus. Da fängt man rein. Wie? Nee. Flugzeug. Wie hat Ihnen der Flug gefallen? Ja, geschlafen. Ron Ronson hat nur geschlafen, ey. Ich hab gekonzt. Flugzeug. Warum war's halt?
Willkommen in London. Willkommen. London Stansted. Das ist doch bestimmt ein Ausweis, lass mal zeigen. Ich muss erst mal gucken, was bei mir Rucksack ausgelaufen ist. Ah, der ist hinter klitschnass hier. Schönen guten Tag. Willkommen bei, Snake. Oder mit dem gelben Smiley, der alles frisst. Pac-Man. Willkommen bei Pac-Man. Wie heißt das Salat von Rotenlauf? Ja. Muss ich muss deinen Deckel erstmal abnehmen. So, eine Reisekontrolle haben wir hinter uns und bevor wir uns ja beim National Express ein Ticket holen, muss ich erstmal Geld wechseln gehen. Englische Pfund! Bei der guten Exchange-Frau haben wir gleich noch die Tickets gekriegt für den Bus. Warum muss nicht auf den Scheiß Computer tippen? Nicht auf den Computer tippen? Jetzt können wir einfach rausgehen, geht so unter Bus-Station. Und fahren einfach bis zu unserem Hotel. Bis zu dieser Bering Street oder Green Street oder wie immer die heißt. Ich glaube nicht, was das ist. Oh, Alter. So, und ich habe ganz viele Queen Elizabeth Mom hier. Geldscheine jetzt. Ne? So, dann wollen wir mal gucken, wie es da draußen aussieht. Ron Ronson und ich, wir haben hier ganz schön zu tun, den Bus zu finden. Wir standen schon draußen, wurden angeschrien. Aber jetzt sind wir wohl auf dem Weg zum Busbahnhof, wo die Linie der Line A8 ist. Ja, mal gucken. Wenn wir über die Straße gehen, mache ich es gucken. Genau. Ach ja, genau. Und überall steht drauf, bitte nach links. Nee, nach rechts gucken, anstatt nach links. Genau, ja. Ja, genau, wir laufen ja runter zu, so auch gerade links. Und den Bus. Bequemer als ein Flugzeug. Und jetzt fahren wir bis zur Bentley Green Station. Wie lange? 50 Minuten ungefähr. Das hier ist für Ron Ronson. Ronson. Wenn du nur schlaf. Queen Elizabeth. Haben wir hier in jungen Jahren. Das sieht nach einem ganz beschaulichen Viertel aus hier. Oh mein Gott, wir sind jetzt ausgesetzt vom Bus mitten in London irgendwo. Bus. Ciao. Und what the fuck, guckt ihr mal die Gegend hier. Guckt euch mal die Gegend an. Alter. Da kommt noch ein Döner. Also Döner oder weg, noch was essen, das ist gut. Wir gucken erstmal, wo das Hotel ist auf dem Navi. Also 700 Meter bis zum Hotel. Und wir gehen noch beim Dönermann vorbei. Oh, ich bin im Auto vorbei. 24 Stunden. Alter, come on, also ich weiß nicht, wie gesagt, das ist das erste Mal jetzt in London in meinem Leben. Ich weiß noch nicht, was das hier für eine Ecke von London ist oder was für ein Stadtteil. Auf jeden Fall, hier steppt der Bär, Alter. Hier ist an jeder Kreuzung, an jedem Haus ist hier irgendwas drin und irgendwas los. Und, außer hier gerade, aber ansonsten. Was ist denn für krasse Scheiße, ja. Du kannst nicht so laut reden. German Nutella. Ja, das ist wirklich eine ganz beschauliche Ecke hier. Und ich habe mich an den Linksverkehr immer noch nicht gewöhnt. Eine halbe Stunde haben wir jetzt gewartet auf seinen Scheiß. Gonne. Sein Scheiß, was ist denn das? Sein Scheiß Dürüm, Alter. Ladies and Gentlemen, wir haben hier das erste. Wir denken mal, das ist ein. Ja, ist ein Zebrastreifen, aber der blinkt hier orange. So, wir haben das Hotel erreicht. Moment, stopp. Da ist es. Plaza Hotel London. Ich kann nur froh sein, dass wir nicht den City View Hotel gebucht haben. Ja. So, Ron Runs, dann geh mal rein. Ach du Scheiße, ey. Oh.
Mach nicht so schnell, Ron, hier. Ey, Leute, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Die Rezeption, die ist der Hammer. Da sitzt irgend so ein... Keine Ahnung. Da sitzt irgend so ein Inder, der total verschnupft ist, weil der übelst eine Erkältung hat von seiner Klimaanlage. Der Teil ist der 106. und 108. mit irgendeinem zusammen. Ach, laber doch nicht. Nein, laber nicht. Das ist ein trautes Heimglück allein. Ah. Ah, es sieht aus wie ein, was hängt denn da? Safe. Hotelzimmer. Naja, 10 Quadrat. Mach mal, das sieht okay aus. Beruhig dich doch mal. Hier, WLAN. WLAN ist auch da. Das ist unser. Die Kamera ist schon in der Ecke. Hier ist es. Haben wir einen Balkon? Ist neben dir links Balkon? Links Balkon. Ist ein Balkon. Oh, mach den Balkon auf, komm. Der Schrank steht genau vom Balkon. Ja, genau. Ja, hier draußen steht eine Wärmepumpe. Okay. So. Also ja, der Müll, der liegt hier wirklich über auf der Straße rum. Das ist krass. Also die Dusche, ne? Also das Bad sah zwar neu aus. Aber da waren so viele tote Fliegen auf dem Boden von der Dusche gewesen. Und irgendwie, ich habe uns das Fenster zugemacht gerade eben, da hatte ich schon mal das Fenster fast da hin. Weil das irgendwie mit Baumwolle irgendwie noch festgeknetet war. Wir wollen jetzt noch ein Bier trinken irgendwo und dann gehen wir wieder zurück. Gibt's was Deutsches? Nee, wir trinken jetzt. Quatsch. Nee. Nee. Aber Alter, wie viel das kostet? Das sind 3 Euro für eine Flasche. Schick eine Dose oder so. Gibt's übrigens komische Flaschen, das hat 284 Milliliter, dann gab's die großen Bierflaschen, die haben alle 650. Und das ist so eine ganz komische, die der Rick hat. Also eigentlich wollte ich ja einen San Miguel mitnehmen, aber da trinke ich auf jeden Fall die Tage nochmal. Aber am ersten Abend muss man vielleicht mal englisches Bier trinken, ich weiß nicht, was das ist. Und wir, und er hat schon wieder Hunger. Hier. Fingers! Ich habe überhaupt festgestellt, dass in diesem Stadtteil es nicht verkehrt ist, wenn man sich eine Kapuze über den Kopf macht. Eine Kapuze genau drauf zieht. Man muss ein bisschen der Gesellschaft anpassen. Und die Hände einsteckt, dann ja. Fällt das kaum auf, dass man hier nicht kommt. Ich habe schon die Jogginghose direkt angezogen. Was haben wir für Dings, Alter? Press button and wait for signal. Ja. Dann drück links, mal rechts. Nee, wenn ich das Lied finde, dann lege ich das jetzt unten drunter. Hooligan, Style. Das ist ein Reggae-Lied. So, das wäre jetzt eigentlich jetzt der Moment für das obligatorische Abschlussvideo, was es im November gibt, wo du die Momente des Tages Revue passieren lassen kannst. Naja, also viel haben wir heute noch nicht gemacht. Ne, viel haben wir noch nicht gemacht. Aber außer wir haben ein leckeres Bier schon getrunken. Genau. Ich würde auch mal ein leckeres Bier schon getrunken. Und morgen gucken wir uns ja mal den Hut an. Wir wurden also doch positiv vom Hotelzimmer überrascht. Ja, Highlight, die USB-Steckdose in der Wand. Ohne Scheiß. Na dann, wenn es gefallen hat, dann liken, teilen, abonnieren unten links, rechts, oben und Ach, definitiv 3 Kreuze, wenn du aus diesen Schuppen wieder raus sind, 3 Kreuze.